Herzlich willkommen Ihnen zu unserem Webinar heute Deployment von Cybersecurity Equipment in China. Ich freue mich, dass Sie unser Webinar anschauen. Heute das Webinar halten werde ich zusammen mit meiner Kollegin Lili. Wir sind beide Consultants bei China Brand IP Consulting. Ich werde das ganze Thema ein bisschen von der rechtlichen Seite aufrollen, während meine Kollegin Lee das Thema von der IT-Seite, beziehungsweise ein IT-Background, anschaut und ein bisschen mehr Details zu den einzelnen Lizenzen und Zertifizierungen, die man in dem Bereich braucht, erzählen wird. Ein kurzer Hinweis auch: Wir haben einen Newsletter, den Sie gerne abonnieren können. Sie finden ihn auch auf unserer Website, wenn Sie Interesse haben zu verschiedenen Themen, unter anderem eben auch Cybersecurity und Datenschutz. Und damit möchte ich auch gleich in das Thema reinspringen. Was ist der Hintergrund des Webinars heute? Worum wird es heute gehen, beziehungsweise wodurch ist es begründet, worum es heute geht? Wir sehen in den letzten Jahren strengere Umsetzungen von Vorschriften im Bereich Cybersicherheit und Datensicherheit in China. Viele von Ihnen haben das sicher mitbekommen. Vor allem das Multi-Level Protection Scheme dürfte vielen ein Begriff sein. Die Cybersicherheit und Datensicherheit ist gerade in China großgeschrieben und wird zunehmend strenger durchgesetzt. Und damit einher geht natürlich auch, dass bestimmte Lizenzen bzw. Zertifizierungen für Produkte, die im Bereich Cybersicherheit und Datensicherheit eingesetzt werden, notwendig sind, je nachdem, wenn man sie in China verkaufen möchte, aber eben auch, wenn man solche Produkte in China nutzen möchte. Für wen ist das ganze Thema relevant? Einerseits sollte man sich mit dem Thema natürlich auseinandersetzen, wenn man neue Cybersicherheitsprodukte in die eigene IT in China integrieren möchte. Beispiel wäre, wenn Sie bestimmte Cybersicherheitsstandards erfüllen wollen oder wenn Sie eben das MLPS umsetzen und in dessen Rahmen neue Hardware oder Software in Ihre bestehende Infrastruktur integrieren müssen. Auch wichtig ist das Ganze, wenn man die Compliance von bereits implementierten Cybersicherheitsprodukten sicherstellen will. Viele haben vielleicht schon lange eine IT-Infrastruktur in China, die auch Cybersicherheitsaspekte beachtet, in die bestimmte Sicherheitsvorrichtungen eingebaut sind. Hier kann es natürlich sein, dass sich in den Jahren, seit diese Produkte eingebaut wurden, Sachen geändert haben. Das heißt, es kann Sinn machen zu überprüfen, ob die momentan eingebauten Produkte, die momentan eingesetzten Produkte auch den aktuellen Richtlinien entsprechen. Und natürlich besonders spannend ist das Thema, wenn Sie Produkte in Bezug auf Cybersicherheit in China verkaufen möchten. Dann ist es natürlich zwingend notwendig, dass Sie sich damit auskennen, welche Zertifizierungen und welche Lizenzen dafür notwendig sind. Was sind die Themen, die wir heute abdecken wollen? Einerseits werden wir einen Überblick darüber geben, was für Lizenzen und Zertifizierungen es in dem Bereich gibt. Dann werde ich einen Überblick geben, welche Gesetze und Normen dahinter stehen, also was die rechtliche Grundlage dahinter ist, wieso Sie diese Lizenzen und Zertifizierungen überhaupt beantragen müssen. Dann die ganz wichtige Frage natürlich, was überhaupt ist ein Cybersicherheitsprodukt? Welche Produktkategorien fallen da drunter? Und dann ein Thema, auf das wir auch häufig gestoßen sind bei unseren Projekten, ist die Sorge von Unternehmen hier, dass sie den Source Code von ihren Produkten in China offenlegen müssen beim Import oder bei der Beantragung von bestimmten Zertifizierungen. Auch auf das Thema werden wir in dem Webinar kurz eingehen. Damit zum rechtlichen Rahmen. Was ist die Grundlage dieser Zertifizierung und Lizenzen? Wir haben einen, wie Sie sehen, sehr großen Wust an Gesetzgebung, an Vorschriften, Regulationen, die sich mit diesem Thema beschäftigen und die hier rechtliche Vorgaben machen. Besonders zu nennen ist hier das Cybersecurity Law, das 2017 in Kraft getreten ist, und das Cryptography Law, also Verschlüsselungsgesetz, das Anfang 2020 in Kraft getreten ist. Ansonsten
Besonders wichtig, Sie sehen es hier dick geschrieben, bei Regulationen, die Measures for the Administration of Testing and Sales Licenses for Products Dedicated to the Security of Computer Information Systems und unter Dokumente nochmal zwei weitere Implementation Rules. Um nicht mehr Verwirrung reinzubringen, haben wir die Namen der ganzen Gesetze und Verordnungen nicht übersetzt. Sie sind eh schon lang und kompliziert genug, als dass man dann auch noch Verwirrung stiftet mit deutschen Übersetzungen. Sie finden die entsprechenden Dokumente, wenn Sie danach suchen und wenn Sie online sind, normalerweise sowieso eher unter dem englischen Namen. Was können wir aus diesem ganzen rechtlichen Rahmen schließen? Das Thema ist hier, Sie haben Gesetze, die Sie einerseits zur Zertifizierung verpflichten. Die Gesetze selber werden aber keine Details dazu geben, wie so eine Zertifizierung aussieht und wie das Ganze genau abläuft. Die Details finden Sie dann eben normalerweise in den Regulationen oder in bestimmten normativen Dokumenten, beziehungsweise die exakte Beschreibung, wie solche Zertifizierungen ablaufen, finden Sie dann meistens in Standards. Das heißt, normalerweise sind diese Dokumente online auffindbar, meistens jedoch nur auf Chinesisch. Damit möchte ich auch schon zum Thema kommen, was ist überhaupt ein Cybersicherheitsprodukt und von was für Produkten reden wir hier? Auch hierzu gibt es einen Standard, Information Security Technology Type and Code of Information Security Products, in dem die Produkte, die betroffen sind, aufgelistet sind und auch die Produktkategorien genannt werden. Wir haben hier jetzt keine abschließende Auflistung der Produkte, sondern wir haben der Übersichtlichkeit halber die Produkte, um die es geht, in fünf Gruppen eingeordnet, an denen Sie sich orientieren können. Bei konkreten Produkten sollten Sie natürlich nochmal spezifisch überprüfen, ob diese betroffen sind oder nicht, da das hier nur eine beispielhafte Auflistung ist. Die fünf Kategorien, die betroffen sind, sind einerseits Produkte, die zur physischen Sicherheit von IT-Netzen gedacht sind, so beispielsweise Produkte, die Diebstahlsicherung darstellen, die die Zerstörung von Infrastruktur verhindern, UPS und so weiter. Dann haben wir Produkte, die zur Sicherheit oder zur Sicherung der Kommunikationsnetze gedacht sind, wie VPNs, IDS, IPS, Network Traffic Controls, Spamfilter, Contentfilter und derartige Produkte. Dann haben wir Produkte im Bereich Network Boundary Security, Produkte beispielsweise für Netzwerksegmentierung, DDoS-Schutz, Firewalls, Routers, Switches und so weiter. Wir haben Produkte, die für die Sicherheit der Netzumgebung gedacht sind, beispielsweise die Serversicherheit, für die Serversicherheit gedacht sind, die Datenbankensicherheit garantieren können oder verbessern können und so weiter. Und die letzte Kategorie ist Produkte in Bezug auf Sicherheitsmanagement von IT-Infrastrukturen. Auch diese können unter Umständen als Cybersicherheitsprodukt kategorisiert werden. Sie sehen also, es ist eine große Menge an Produkten, für die diese Regelungen gelten. Und wenn Sie irgendwas einsetzen wollen oder verkaufen wollen in China, was in eine dieser Kategorien reinfallen könnte, sollten Sie sich auf jeden Fall informieren, ob Sie bestimmte Lizenzen und Zertifizierungen für die Produkte in China benötigen. Was für Lizenzierungen und Zertifizierungen gibt es nun also? Wir haben grundsätzlich drei Kategorien. Einmal haben wir verpflichtende Lizenzierungen. Hier haben Sie gar nicht die Wahl, ob Sie es machen oder nicht. Wenn Sie Produkte in China verkaufen oder nutzen wollen, sind diese Lizenzen notwendig. Wir haben obligatorische Zertifizierungen. Auch diese, um diese kommen Sie nicht drum rum. Natürlich muss man hier die Bedingungen angucken. Nicht jedes einzelne Produkt braucht jede dieser Lizenzen. Und es gibt freiwillige Zertifizierungen. Bei den verpflichtenden Lizenzierungen möchte ich vor allem die Computer Information System Security Special Product Sales License hervorheben. Das ist eine Verkaufslizenz, die Sie auf jeden Fall brauchen, wenn Sie Produkte nach China importieren wollen. Da ist zu beachten, auch wenn Sie die Produkte nicht in China verkaufen, sondern diese
beispielsweise außerhalb von China gekauft haben und nach China importieren und dann in ihrem System einsetzen wollen, müssen Sie überprüfen, ob diese Lizenz da ist. Wieso ist das so? Wir haben beim MLPS bei den Überprüfungen, ob Ihre IT-Systeme den Standards des Multi-Level Protection Schemes genügen, das Thema, dass dort häufig darauf bestanden wird, dass die Produkte diese Verkaufslizenz haben. Wenn Produkte diese Verkaufslizenz nicht haben, unabhängig davon, ob sie genau die gleichen Funktionen haben wie Produkte, die Verkaufslizenz haben, erfüllen diese nicht die Standards des Multi-Level Protection Schemes und müssen dann ausgetauscht werden. Das heißt, es kann einfach Sinn machen oder es macht auf jeden Fall Sinn, zu überprüfen, ob die eingesetzten Produkte diese Verkaufslizenz haben. Zu den anderen Lizenzen erzählt jetzt meine Kollegin noch mehr, an die ich hiermit übergeben möchte. Okay, nachdem wir bereits den rechtlichen Rahmen, Lizenzen und Zertifizierungen kennen und wissen, was es mit den spezifischen Cyberprodukten auf sich hat, möchte ich Ihnen auf den nächsten Seiten den Decision Flow zeigen, in welcher Situationen Sie welche Lizenz oder Zertifizierung benötigen und was die Detailanforderungen der einzelnen Zertifizierungen sind. Gehen wir einmal davon aus, dass Sie bereits wissen, dass Ihr Produkte zu den Cybersecurity-Produkten gehören. Die erste Lizenz, die Sie benötigen, ist die Zerkauf-Lizenz für Computer Information System Security Special Product. Wenn Sie immer noch die Frage haben, ob die Produkte zu den sicherheitsrelevanten Produkten gehören, die in China definiert sind, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden eine Fall-zu-Fall-Analyse durchführen. Der zweite Schritt besteht darin, zu prüfen, ob diese Produkte für die Bereitstellung von Telekommunikationsdiensten für Ihr Unternehmen oder Ihren Kunden verwendet wird. Wenn ja, muss es die Lizenz für Telekommunikationsdienste erhalten. Wenn nein, ist der nächste Schritt zur Prüfung, ob diese Produkte in die Liste der kommerziellen Cryptography-Import-Lizenz fällt. Wenn ja, dann muss dieses Produkt auch eine Lizenz für Dual-Use-Items and Technology haben. Nach diesem Schritt müssen Sie prüfen, ob Ihr Produkt in den Katalog für Cybercritical Equipment und Specialized Cybersecurity Product fällt. Wenn ja, muss dieses Produkt vor der Anführung oder dem Verkauf in China zertifiziert werden. Im nächsten Schritt müssen Sie prüfen, ob Ihr Produkt in den Katalog des obligatorischen Zertifizierungsverzeichnisses für Information Security Product fällt. Wenn ja, muss es die National Certification for Information Security Product erhalten. Der nächste Schritt besteht darin, zu prüfen, ob das Produkt in den Katalog der Commercial Cryptography Product Certification fällt. Wenn ja, muss das Produkt diese Zertifizierung beantragen. Alle soeben genannten Lizenzen und Zertifizierungen sind obligatorisch. Schließlich kann dieses Produkt auch die IT Product Information Security Certification erhalten, aber diese Zertifizierung ist nur auf freiwilliger Basis möglich. Sie können je nach Ihrer eigenen Situation entscheiden. Nach diesem Decision Flow wollen wir sehen, was der Katalog für jede Zertifizierung beinhaltet. Ich werde nicht auf jede einzelnen Punkte eingehen, sondern nur einige Zusammenfassungen und Highlights nennen. Sehen wir uns zunächst den Katalog der National Certification for Information Security Product an. Es gibt 8 Kategorien, darunter Sicherheit an den Netzwerkgrenzen, Inhouse-Sicherheit, Datensicherheit und Plattformsicherheit. In diesen 8 Kategorien gibt es 13 Produkttypen wie Firewall, Produkte zur Netzwerksegmentierung, Router, Produkte zur Datensicherung und Wiederherstellung und so weiter.
Es ist zu beachten, dass die MLPS Level 3 Betriebssysteme und der Datenbank ebenfalls in diesem Katalog enthalten sind. Das heißt, wenn Ihr Betriebssystem und Ihre Datenbank auf der Grundlage des MLPS-Klassifizierungsstandards aus Level 3 angestuft sind, müssen diese Betriebssystem und diese Datenbank diese Zertifizierung beantragen. Theoretisch ist diese Zertifizierung obligatorisch, bevor die Produkte in China importiert und verkauft werden. Praktisch ist diese Zertifizierung nur im Falle der staatlichen Beschaffung erforderlich. Dies ist jedoch nur unsere derzeitige Erfahrung, die jederzeit geändert werden kann. Als nächstes sehen wir uns den Katalog für die Zertifizierung von Cybercritical Equipment and Specialized Cybersecurity Product. In diesem Katalog sind nicht nur die Produkttypen aufgeführt, sondern auch die spezifischen technischen Eigenschaften. Zum Beispiel fallen nicht alle Firewalls in diesem Katalog, sondern nur die Firewalls, die einen Durchsatz von mehr als 80 Gigabits pro Sekunde, die hochsten gleichzeitigen Verbindungen von mehr als 3 Millionen und neue Verbindungen pro Sekunde von mehr als 250.000 haben, müssen diese Zertifizierung beantragen. Wenn die Produkte sowohl in den Katalog für Cybercritical Equipment als auch in die National Certification for Information Security Product fallen, dann kann dieser Produkt beides gleichzeitig beantragen. Auf dieser Folie sehen wir den Katalog für Commercial Cryptography Product. Es handelt sich um eine lange Liste, die physische Geräte mit Verschlüsselungsmodul wie Token, EC-Karten und verschlüsselte Tastaturen, aber auch PKI-Systeme auf der Serverseite und Authentifizierungsdienste für digitale Signaturen umfasst. Theoretisch müssen alle Produkte, die in diesem Katalog fallen, diese Zertifizierung beantragen, aber praktisch gilt diese Zertifizierung nur für die in China entwickelte kryptografische Algorithmen. Das heißt, die Algorithmen der SM-Sicherung. Für kommerziell genutzte Kryptographie-Produkte ist diese Zertifizierung ebenfalls freiwillig. Eine Sache, die hiervor gehoben werden muss, ist, dass der Import von Kryptographie-Produkten auch die Lizenz für Dual-Use-Items and Technology erfordert. Der Katalog für diese Dual-Use-Items and Technology ist mit der Zertifizierung Commercial Cryptography Product weitergehend identisch, aber viel kürzer. Insgesamt ist dieser Katalog für kommerzielle Cryptography Produkte also durchaus als Reference zu betrachten. Die letzte ist die IT-Produkte-Informations- Security Certification. Diese Zertifizierung umfasst sechs Kategorien, darunter Industry Control Produkte, IoT-Endpunkte, Cloud-Sicherheitsprodukte, Intelligent Kartenprodukte und so weiter. Obwohl diese Zertifizierung nicht obligatorisch ist, hat sie Vorteile bei der Angebotsabgabe und bedeutet, dass Ihre Produkte bereits die Sicherheitsanforderungen in China erfüllen. Auf der letzten Seite möchte ich auf die Bedenken hinsichtlich des Informationsverlustes eingehen. Wenn die Produkte an die chinesische Behörde geschickt werden, um Lizenzen und Zertifizierungen zu erhalten, nehmen wir die Informationen, die für das Produkt White Paper zur Verfügung gestellt werden müssen, als Benchmark. Normalerweise konzentriert sich das
White Paper auf die Beschreibung der Funktion und der Eigenschaften der Produkte, sodass die Informationsweitergabe recht begrenzt ist. Bei der Fairtrade Lizenz und der Critical Cybersecurity Product Certification und der National Certification Product Certification liegt der Schwerpunkt auf der Funktionsprüfung und der Sicherheitsprüfung, um zu prüfen, ob die Produkte für chinesische Bürger oder gesetzliche Vertreter sicherheitsrelevant sind. Für die Commercial Cryptography Product muss möglicherweise Anteil des Quellcodes vorgelegt werden. Theoretisch basierend auf dem Cryptography-Gesetz ist es den chinesischen Behörden verboten, den Quellcode herauszugeben und Reverse Engineering durchzuführen. Auch aus praktischer Sicht, nach unseren Erfahrungen, ist Ihr Quellcode mit den meisten Möglichkeiten sicher. Aber es kann nicht garantiert werden und wird von uns nicht kontrolliert. Okay, dann übergebe ich es an meine Kollegin Marike. Vielen Dank, Lili. Damit sind wir auch schon am Ende vom Webinar und bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie uns natürlich jederzeit kontaktieren.